Das gibt's ja nicht. Vielleicht da? Nein, auch nicht. Wo kann es nur sein? Bei Coco Genghaki. Mein Fernglas. Hast du es gesehen, Pauli? Ferner? Nein, ich war nicht. Ich fahre doch heute mit der Lisa und ihrem Papa Chris zur Jagdhütte. Jagdhütte? Ja, der Chris ist doch Jäger. Kann ich mich fragen, bitte? Nein, das geht nicht, aber du kommst mit den Eltern später nach. Okay. Ich frage jetzt die Mama, ob sie weiß, wo mein Fernglas ist. Das Packhändl und die Selchwurst für Tisch 2, Josef. Danke, Chefin. Mama, weißt du, wo mein Fernglas ist? Dein Fernglas? Ja, beim Papa am Schreibtisch. Er hat es sich gestern ausgeborgt. Ah, cool, danke. Hast du schon alle Sachen gepackt? Ja, nur noch das Fernglas. Und, wie geht's Raffi seinem Kopf nach seinem Unfall beim Fußball? Alles wieder okay. Eine leichte Gehirnerschütterung. Gott sei Dank nichts Schlimmeres. Nanu, die Polizei. Hat jemand von euch was angestellt? Ich frag mal nach, was los ist. Hallo, Gary. Servus, Gabi. Was ist los? Gestern Nacht hat jemand versucht, in die Bank einzubrechen. Wir haben ein recht gutes Foto von der Überwachungskamera. Zeig mal her. Aha, noch nie gesehen. Papa, oh, hallo, Gabi. Servus, Raffi. Ah, Raffi, schau mal, die Gabi hat ein Foto von einer Überwachungskamera. Ja, okay, ich muss los, die Lisa kommt gleich. Ja, ja, lass dich nicht aufhalten. Falls euch was auffällt, ruft uns bitte an. Wir glauben, dass es sich um den oder die gleichen Täter handelt, die schon die Kirche ausgeraubt haben. Alles klar, machen wir. Danke, Gary. Bis dann. Hallo Lisa, hallo Chris. Hallo Raffi, bist du bereit? Ja, kann losgehen. Warum war denn die Polizei bei euch? Keine Ahnung, wir suchen jemanden, glaube ich. Schau mal, da ist der Peter. Wer ist denn der Peter? Der Oberförster hier im Wald und sein Hund Timon. Hallo Peter. Hallo Kinder. Hallo Chris. Na, freut euch schon auf die Übernachtung in der Jagdhütte? Ja! Servus Peter. Gibt's irgendetwas, das ich wissen muss? Nein, nichts Besonderes. Bei der alten Mine haben zwei Abenteurer ihr Lager aufgeschlagen. Was ist mit der Wildfütterung? Ja, die ist fast leer. Da gehört frisches Futter rein. Das wolltest du ja mit den Kindern machen. Ja, das machen wir. Also gut, dann wünsche ich euch einen schönen Aufenthalt hier im Wald. Weidmanns Heil. Kommt, Timon. Weidmanns Dank. Tschüss, Peter. Auf Wiedersehen, Peter. Wollt ihr heute ein Lagerfeuer machen? Oh ja, das wäre cool. Dann brauchen wir Äste. Ja, komm Raffi, wir gehen ein paar Äste holen. Ich heize schon mal den Ofen ein und mache einen Tee. Und dann bringen wir das Futter zur Wildfütterung. Okay. Mit was füttern wir die Rehe? Rotwild mag am liebsten Gras und Blätter. Wir bringen ihnen nur frisches Gras. Ah, schau, da sind schon ganz viele Äste. Hab noch einen. Ich auch. Hey, da hinten ist noch einer.
Nanu, was ist denn das? Schau mal, Lisa. Da hat jemand ein Tuch verloren. Ja, komisch. Irgendwo habe ich dieses Tuch schon einmal gesehen. Echt? Wo denn? Keine Ahnung. Egal, nehmen wir es mit zur Hütte. Ja, wir haben eh genug Holz. Das wird ein schönes Lagerfeuer. Ja, bestimmt. Mama, warte mal. Ja, Pauli, die letzten Gäste sind weg. Jetzt können wir fahren. Juhu! Ganz wohl fühle ich mich dabei nicht, wegzufahren und in der Jagdhütte zu übernachten, wenn in der Gegend Diebe unterwegs sind. Aber geh, was gibt's denn bei uns schon zu holen? Naja, hast recht, ich hol das Auto. Komm, Pauli, wir holen unsere Sachen. Hast du alles abgesperrt? Natürlich. Deine Rolle, Papa. Da wird sich die Rehe jetzt aber freuen. So viel gutes, frisches Futter. Ja, und später können wir sie von Hochstand aus beobachten. Genau, aber jetzt gehen wir zur Hütte. Deine Eltern sind bestimmt auch schon da, Raffi. Du hast recht gehabt, Chris. Meine Eltern und der Pauli sind schon da. Hallo Mama, hallo Papa, hallo Pauli. Hallo Haki, hallo Ika. Hi Raffi, hi Lisa. Servus Chris. Und, was habt ihr schon alles gemacht? Wir haben Äste fürs Lagerfeuer gesammelt. Und wir haben den Rehen das Futter gebracht. Und jetzt gehen wir zum Hochstand. Und geht out! Pauli, du bist noch zu klein. Wir bereiten inzwischen alles fürs Lagerfeuer vor. Ja! Hakawala! Dann würde ich sagen, wir gehen los. Es wird langsam dunkel. Die richtige Zeit, um die Tiere zu beobachten. Genau, auf geht's. Wir müssen jetzt ganz leise sein, Kinder, sonst verscheuchen wir die Tiere. Okay. Was ist denn das? Das ist eine Wildschweinfamilie. Ein starker Keller mit seiner Bache und ihrem Frischling. Das männliche Wildschwein und eine Bache das weibliche. Der Frischling ist ein junges Wildschwein. Interessant, was es im Wald alles zu lernen gibt. Schaut's mal, da ist ein Fuchs. Wie sagt man so eine weibliche Fuchs, Chris? Eine Füchse nennt man auch Fee. Wieso weißt du das alles? Das lernt man bei der Jagdprüfung, Raffi. Ich will auch mal Jäger werden. Leise jetzt, da kommen die Rehe. So lieb. Ich hab's! Psst, Raffi, du verjagst die Rehe. Wir müssen schnell die Polizei rufen. Was ist denn los, Raffi? Das Tuch, das wir gefunden haben, Lisa. Ich hab gesagt, ich habe es schon irgendwo gesehen. Ja und? Auf dem Foto von der Gabi, Papa. Der Dieb hat das gleiche Tuch um den Mund gehabt. Welches Tuch? Wir haben heute ein Halstuch hier im Wald gefunden. Und jetzt ist mir eingefallen, woher ich es kenne. Wir müssen die Polizei anrufen. Los! Okay.
Aber ich habe mein Handy bei der Hütte. Ich auch. Dann los, auf zur Hütte. Hallo zusammen. Na, was habt ihr denn für uns Kinder? Hallo Gabi, wir haben dieses Halstuch hier im Wald gefunden. Ist das nicht das gleiche wie auf dem Foto von dem Mann, den er sucht? Tatsächlich, wie kommt das hier in den Wald? Das muss jemand verloren haben. Der Oberförster Peter hat doch von zwei Abenteuern erzählt, die bei der alten Mine ihr Lager haben. Wirklich? Das ist ja interessant. Na, die beiden sollten wir mal besuchen. Das denke ich auch, Max. Chris, zeigst du uns den Weg? Ja, mach ich. Und wir kommen auch mit. Das ist zu gefährlich. Ich weiß nicht, Max. Wenn das die Kerle sind, die wir suchen, dann sind sie vermutlich gar nicht da. Meinst du? Warum? Diebe gehen nachts auf Tour. Also kommt's, Kinder. Sehen wir uns das Lager an. Ja! Möge das Abenteuer beginnen. Mama, gehen wir auch mit? Ja, Pauli, ich bin lieber in der Nähe der Polizei, wenn sich hier Diebe herumtreiben. Und das soll ein Lager von Abenteurer sein? Sieht eher nach einer richtigen Räuberhöhle aus. Brecheisen, Vorschlaghammer. Schaut mal, ein Sack voller Schmuck. Und lauter Säcke voller Geld. Oh, komm hoch. Was? Was? Linsendorf? Ja, schaut mal. Da ist ein Foto von unserem Haus. Und da steht etwas drauf. Ein Datum. Das ist ja heute. Moni, Gary, das heißt, die Diebe wollen heute bei euch einbrechen. Ja, dann müssen wir sofort los. Richtig. Ich verständige die Kollegen von der Stadtpolizei. Ihr fahrt hinter uns. Alles klar. Kommt, Kinder. Dass es sowas gibt. Komm, Chris. Wow, ein Porsche. Sogar zwei Porsche. Ja, die Stadtpolizei hat ja gerade ihren Fuhrpark erneuert. Oh nein, die Polizei! Was zum Kuckuck? Bleiben Sie ganz ruhig stehen und nehmen Sie die Hände hoch. Sie sind verhaftet. Das hast du ja wieder toll hingekriegt, Clemens. Was kann ich denn dafür, Olaf? Na bitte, auf frischer Tat erwischt. Und wieder haben wir es dir und Lisa zu verdanken, Raphael. Gott sei Dank ist dir das mit dem Halstuch eingefallen, Raffi. Da kommt sogar das Fernsehen. Haben die wieder unseren Polizeifunk mitgehört? Guten Abend, liebe Zuschauer. Wir berichten gerade live aus Linsendorf, wo soeben zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt wurden. Die Polizei vermutet, dass die beiden in den letzten Wochen für mehrere Einbrüche rund um Linsendorf verantwortlich sind. Unter anderem auch für den Kirchenraub. Auf die heiße Spur haben die Polizei zwei aufmerksame Kinder gebracht. Einer von ihnen, der Raphael, steht neben mir. Raphael, erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist. Also die Geschichte kennt ihr ja schon. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt uns den Daumen nach oben. Und abonniert auch unseren Kanal. Ich freue mich schon so auf das nächste Abenteuer. Danke euch fürs Zusehen. Tschüss, bis bald.